Ja, und damit herzlich willkommen hier bei der Tunneleinfahrt in Trains World in der nächsten Folge. Wir fahren mit unserer Baureihe 155 gerade einen beladenen Kohlezug. Und in der letzten Folge sind wir ein bisschen gebremst worden wegen einem Abschnitt, den ich nur mit 80 befahren darf. Und zwar unter anderem hier diesen Tunnel. Und weil ich das nicht unterfahren habe, weil ich ja nicht unbedingt von dem 80er Abschnitt wusste, sind wir gerade irgendwie so bei 62 km/h. Wir fahren uns aber auch schon wieder hoch. Was ich bei TS schön finde, ist, dass man wirklich auch so Außengeräusche hört, wenn man das Fenster offen hat. Das ist ganz nett. Worauf ich ja immer noch hoffe, ist, dass sie irgendwann die Dampfloks nachpatchen, weil DTG hat ja irgendwann mal gesagt, dass Trains in World noch keine Unterstützung für Dampflokomotiven hat. So eine richtige Dampflok mit der Simugraph Engine oder wie die heißt, fände ich ganz nett. Hätte durchaus was. So schön um die Dampflok rumlaufen, erstmal einen Vorbereitungsdienst machen, anheizen. Das Anheizen würde zwar ein bisschen dauern, aber wenn man das dann zum Beispiel so macht, dass so ein Anheizen im Spiel 5 Minuten dauert, finde ich das ganz nett. Ankündigung für 70, deswegen schalten wir mal ab und lassen einfach rollen. So. Die 70 sollte jetzt gleich kommen. Genau, da kommt sie. Perfekt. Und schön durch den Tunnel. Bis Finnentrop, angeblich noch 26 Kilometer, aber das ist noch ein durchaus längeres Stück, noch knapp 30 Kilometer oder so. Durchaus denke ich aber mal in dieser Folge zu bewerkstelligen. Ich meine, wir fahren hier ja eh gerade nur so durch die Tunnel durch. Mit 70 gleich dürften wir, müssen wir glaube ich sogar irgendwann wieder schneller fahren dürfen. Es könnte aber noch ein bisschen dauern. Hier sind dann wieder 80. Dann schalten wir mal auf. Die Fahrstufen jetzt. Jetzt. Okay. Das dauert immer ein bisschen. Wir haben ja einen relativ langen Güterzug. Ich kenne das normalerweise so, dass man wirklich, ich fahre ja nur Regionalbahn und Regionalexpresse hier in Realität. Und ich kenne das halt so, wenn du zum Beispiel so eine Geschwindigkeitsänderung auf von 100 auf 110 oder sowas hast, dann kannst du eigentlich schon am 110er Schild wirklich wieder Leistung aufschalten, wenn du gerade komplett abgeschaltet hast und einfach nur rollst oder auch nur geringere Leistung drauf hast, bis du die Geschwindigkeitsgrenze überschritten hast, bist du schon längst im neuen Bereich drin.
Es kommt natürlich darauf an, ob man genau Strich fährt, wie viel Leistung man aufgeschaltet hat, ob man genau die Leistung gerade aufgeschaltet hat, die man braucht, um die Geschwindigkeit zu halten. Hängt halt von vielen Faktoren ab. Aber wir können hier mal auf ein paar Fahrstufen mehr aufschalten. Geht ja durchaus bergauf. Ob 22 Fahrstufen genau das Richtige sind, um die Geschwindigkeit zu halten. Aber dem sieht gerade so aus. Genau, das war der Tunnel mit dem einen Bug, wo man ganz kurz die Außengeräusche, glaube ich, hört. SIFA möchte wieder gedrückt werden. So, wir sind jetzt hier kurz vor dem Kraftwerk Mark Elverlingsen. Eigentlich müssten wir hier im nächsten Bahnhof anhalten, weil wir die Kohle nach Mark Elverlingsen in der Regel bringen und nicht nach Kreuztal. Gut, nach Kreuztal gibt es, glaube ich, auch Kohlezüge. Ich kenne mich warte. Ah, der Centex wird mich wieder schlagen, wenn er das hier mitbekommt, was ich jetzt sage. Bin mir nämlich nicht so hundertprozentig sicher, weil ich mich hier unten in dem Bereich gar nicht auskenne. So, wir bremsen ein bisschen ein und dann lösen wir direkt aber auch wieder aus. Weil der Druckabfall geht jetzt eh noch durch die HL. So, und hier ist das Kraftwerk Mark Elverlingsen. Eigentlich müssen wir wirklich im nächsten Bahnhof anhalten und einfach abkuppeln. In Werdohl. Okay. So. Und wir können wieder Leistung aufschalten. Also eigentlich müssen wir im nächsten Bahnhof wirklich Stopp machen. Weil das gefühlt sonst auch wieder zu ausartet. Wobei, so viel ausarten tut das gar nicht. Okay, wir müssen wieder abschalten. Ein bisschen einbremsen.
So, wir lassen einfach rollen. Wenn wir hier zumindest ins Gütergleis fahren würden, aber nein, wir fahren ja eh durch. Und das Hauptgleis werde ich jetzt nicht zustellen. Wir dürfen wieder aufschalten, und zwar jetzt dürfen wir gleich auch mal wieder ordentlich schnell fahren. Wir fahren jetzt einfach den Fahrplan so, wie DTG uns das vorgibt. Fahrstufen wollen wir haben, um die 100 auch mal wieder zu erreichen. Sein, dass unsere Türen zu sind. Ist dann doch tatsächlich ein bisschen laut. Fliegen mal weg, damit er mal den Lok-Sound entlädt. Halte die mal lieber ab. Wir sind ja eine ganze Zeit auch ohne die gefahren, muss ich zugeben. Irgendwie ist aber alles in der Lok auf einmal wieder so laut.
Da muss ich doch tatsächlich dann relativ laut werden, um das noch zu übertönen. Wie weit haben wir es denn noch? Oh, so knapp 15 Kilometer. Bis Finnentrop. Da schalten wir mal wieder auf, denn wir wollen ja möglichst schnell dort sein. Einfahrsignal. Habe ich gerade ins Schaltwerk reingebremst. So. Und da war ich doch ein bisschen zu flapsig. Das heißt, wir kommen zum Stehen. Und mit einem jetzt sind wir gerade aber ein bisschen zu ruckartig zum Stehen gekommen, oder? Liebes DTG-Team, oder? Weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich dann bei einer Schnellbremsung mit Zwangsbremsung wirklich am Ende von 15 km/h oder was das jetzt gerade waren, auf 0 km/h in 2 Sekunden zum Stehen komme. Jetzt dürfen wir eh erstmal ein bisschen. Es dauert jetzt, bis die ganzen Wagen die Bremsen wieder gelöst haben. Das Monster springt wieder an. Okay. Echt? Wir können echt noch ein bisschen warten. Das dauert noch, bis alles wieder gelöst ist. So. Ich bin eigentlich mal am Zug langlaufen und gucken. Und uns dabei gehend auch mal die Wagen angucken. Das ist nie so unbedingt so gut, dann aufs andere Gleis zu gehen. Da könnten ja gerade eigentlich Züge durchfahren. Deswegen klettern wir mal wieder auf die Lok. Jetzt gehen wir mal gucken, setzen uns wieder hin. Und wir setzen uns auch wieder in Bewegung. Gut so.
Immerhin ist unser Zug jetzt nicht mehr so laut. Dank Plettenberg. Kostet uns aber natürlich wertvolle Minuten. Okay, da hat das mit der SIFA so ungefähr funktioniert. So, wir schalten auf Stufe 11. Stufe 12. Dreizehn, 14, 15, genau. Und jetzt lassen wir erstmal rollen. Servus. Genau, ihr seht das jetzt hier so links, so wie das vorbeifliegt. Das sieht für mich einfach zu verwaschen aus. 16, 17, die 18 gleich noch mit hinterher. Die 19 und die 20 auch gleich. Sonne ausgesperrt, aber sie kommt gleich wieder rein durch das zweite Fenster, genau. So, 80, 80. Wie weit haben wir es denn noch? 8 Kilometer Luftlinie, 12 Kilometer echte Strecke, würde ich jetzt mal behaupten. Also doch noch ein ganzes Stückchen. Wenn wir dauerhaft nur 80 fahren. Und die Zwangsbremsung hat uns natürlich auch ordentlich ausgebremst. Da hoffen wir mal, dass das nicht nochmal passiert. So, 100 dürfen wir. Das heißt, wir schalten mal auf 25 Fahrstufen. Weil jetzt haben wir diese Geschichte mit, dass wir noch so langsam sind, dass wir schon direkt aufschalten können. So, da muss ich mal ganz kurz pausieren. Weil meine Festplatte vollgelaufen war oder drohte voll zu laufen. Nur 30 Fahrstufen. Eine zweite Zwangsbremsung. Das war's diesmal. Vermutlich eine Geschwindigkeitsbeschränkung.
DTG, jetzt möchte ich echt mal sagen, so schnell kommt ein Zug nicht zum Stehen. Was haben wir hier für eine Steigung? 5 Promille. Das heißt, wir können mal die volle Bremse lösen. So, und dann ziehen wir die Lokbremse mal komplett an. Und auch noch die Handbremse. Dann gehen wir mal kurz runter vom Zug. Dann fängt der Luftpresser wieder an. So schnell bleibt man nicht mit einem Zug stehen. Das ist einfach nicht so, DTG. Entschuldigung. Weiß, das waren jetzt mehrfach, das war jetzt wieder mein Fehler. Ich habe gerade irgendwas geguckt. Ich weiß gerade selber nicht, was ich geguckt habe. Ich glaube, ich habe gerade im OBS was geguckt. Beziehungsweise habe mir die Aufnahme im OBS selber nochmal angeguckt. Okay. Ich habe auch keine. Keinen Nullzwang oder was. War jetzt gerade noch in Stufe. Ne, das ist einfach noch. Es sind noch nicht alle Bremsen im Zug gelöst. Wie gesagt, das dauert. Unser Zug ist ja auch relativ lang. So, jetzt probieren wir es nochmal. Interessanterweise kann man direkt fahren, wenn man rückwärts ein bisschen fährt und dann aufschaltet, dann entwickelt er nämlich eine Kraft, die reicht, um den Zug wieder in Bewegung zu setzen. Also Trains in World ist so ein bisschen, für mich ist es immer noch irgendwie mein Sorgenkind, weil an sich sieht's so jetzt ja schon echt geil aus. Muss man ja schon sagen. Jetzt würde es mich aber mal interessieren, was mich hier wieder gezwangsbremst hat. Eine Bremszwangsung verursacht hat. Am besten, ich schiebe einfach alles auf eine Lokstörung. Das ist immer das Beste. So, 8. Da vorne darf ich nur 70 fahren, oder? Ja. Dann war es ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt wieder. Ja, hier für die Kurve, okay. Ja, okay, ist nachvollziehbar.
Immerhin sind wir bald in Finntrop. Aber die Bremseigenschaften der 155 sind definitiv zu gut. Also was das untere Segment bei einer Zwangsbremsung angeht, mit Schnellbremsung, mit Sanden. Also du kannst mir nicht erzählen, dass man so ruckartig dann zum Stehen kommt. Da würden dir ja hinten die ganzen Kohlewagen auflaufen und alle aus den Gleisen springen. Von dem her... kann das gar nicht sein. Schalten weiter Stufen auf. Wir wollen ja auch wieder weiterkommen. So, 100 dürfen wir hier. Wir kommen noch drei Kurven und dann sind wir auch schon in Finntrop. Angeblich noch 5,2 Kilometer Luftlinie. Wir fahren 7 Kilometer. Also durchaus nicht mehr allzu lang. Wir lassen jetzt rollen. Beziehungsweise wir lassen gar nicht rollen, wir haben ja noch weitere Leistungen aufgeschaltet. Kommt eine Rechtskurve, dann kommt eine Linkskurve und dann kommt noch eine Rechtskurve. Rechtskurve ist vorbei. Jetzt kommt die Linkskurve. Und die Fenster sind wieder so rötlich geworden. So, da kommt, ja, da ist die Linkskurve. Schalten wir mal ab. Da gehen wir jetzt mal mit der Bremse rein.
So, komm schon, eine dritte Zwangsbremsung möchte ich nicht unbedingt haben. Servus. So, das heißt, wir sind jetzt endlich in Finntrop. Muss ich ganz einfach so sagen. Zum Glück. Noch 900 Meter bis zum haltzeigenden Signal. Kommt eine 185 mit einem Kohlezug. Servus. Lösen 18, 17 km/h. Also wir rollen gerade wirklich aus. Wir wollen ja auch möglichst nah ans Signal heran. Stehen. Perfekt. Gut, damit haben wir es endlich geschafft. Und alles erhöht sich ein bisschen. Gut, ich bedanke mich. Wir werden hier jetzt noch die Bremse auf ausstellen, dann den Schlüssel absperren. Gut. Richtungsschalter nach 0. Und ja, ich verlasse das Fahrzeug. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde sagen, ja, bis dahin und bye bye.